Nova Meyer-Henrich, sie spricht ihren unerfüllten Kinderwunsch. Nova Meyer-Henrich, 49, ist seit ihren Karriereanfängen in den 90er Jahren als Moderatorin bei Musiksender Viva und ihrer späteren Rolle als Kindermädchen Maike Breuer in der Vorabendserie Verbotene Liebe im Showgeschäft erfolgreich. Letztere war eine echte Traumrolle, immerhin liegen der Moderatorin Kinder am Herzen. Ihr eigener Kinderwunsch ging jedoch nicht in Erfüllung, wie sie jetzt enthüllt. Ja, natürlich wollte ich immer eigene Kinder haben, gibt sie offen gegenüber Bild zu. Und räumt ein, aber ich werde dieses Jahr 50, daher muss ich den Frieden mit diesem Thema finden. Sie sei jedoch ständig von Kindern umgeben und liebe es. Sie hat 5 Neffen und Nichten und die meisten ihrer Freunde haben kleine Kinder. Mit ihnen verbringt sie nur allzu gern Zeit, denn es sei ihr wichtig, nicht die unglückliche Verbitterte zu sein, die nicht mit den anderen Freundinnen und deren Kinderwagen losziehen kann, weil es ihr weh tut. Stellt sie klar. Stattdessen ist sie lieber die coole Freundin mit dem Camper. So die 49-Jährige. Ich reise mit meinem Camper. Der ist so eingerichtet, dass ich einfach losfahren kann. Einfach los an den Strand und mich mit Kaffee ans Meer setzen kann und finde das Leben toll. Unabhängig zu sein ist der Moderatorin wichtig, denn wenn der Traumprinz weg ist, stehen wir dann immer noch auf eigenen Beinen. Mir ist es wichtig, dass ich mein Essen und meine Miete bezahlen kann. Mir selbst einen Urlaub buchen kann. Ich brauche niemand anderes dafür. Dennoch ist Nova auch gern mal schwach. Möchte aber einfach allein laufen können, erläutert sie. Verwendete Quelle, Bilde.